Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wieder mal spielen wir Minecraft und zwar hätten wir dieses Mal die Map der Schacht von Hammelgammel LP. So, als erstes sollen wir der Schacht lesen. Gut, dann tue ich das mal kurz. Moment, da haben wir's. So, Minecraft befindet sich im Industriezeitalter. Und du wirst auf eine Insel beordert, auf der ein neues Erz namens Block Titan entdeckt und gefördert wurde. Doch in den Minen scheint nicht alles so, wie es sein soll. Und es werden immer mehr Elite-Einheiten der MC Army angefordert, so auch du. Verschaffe dir Zugang zum Schacht. Sprich dafür mit dem Leiter der Insel. Aufgaben. Decke dich mit Ausrüstung ein. Ein wenig Gold besitzt du ja. Sprich mit dem Hauptmann der Förderinsel. Tipps, sieh dich ein wenig um. Es gibt einige zu entdecken auf der Insel. Alles klar. So. Oh. Direkt das nächste zu lesen. Also, lies die Gesetze der Insel. Okay. So, Gesetze der Insel. Sekunde. Da haben wir's. Ein untersetzter Mann drückt dir, kaum bist du angekommen, ein Blatt Papier in die Hand. Die Gesetze der Insel. Keine Blöcke zerstören, es sei denn, es ist sehr offensichtlich, oder es wird darauf hingewiesen. Keine Blöcke abbauen, es sei denn, es ist sehr offensichtlich, oder es wird darauf hingewiesen. Das ist doch im Grunde fast dasselbe, oder? Na, egal. Cheaten verdirbt dir nur den Spaß. Fackeln nur, mit 3 Ausrufezeichen, auf gelber Wolle platzieren. Redstone-Fackel nur, ebenfalls mit 3 Ausrufezeichen, auf roter Wolle platzieren. Wenn auf einem Schild zum Beispiel steht, hier dürfen keine Dispenser durchsucht werden, dann gilt das im Normalfall nur für diesen Raum. Okay. Schalter, Druckplatten, Hebel etc. dürfen platziert werden. Anmerkung, wenn man um eine Tür keinen Schalter platzieren kann, weil darum zum Beispiel Glowstone ist, dann ist das Absicht. Okay. Bitte versuchen, Creeper auszuschalten. Hab ich jetzt leider nichts für. Okay, du wirst gegebenenfalls auf Obsidian-Gebilde treffen. Auf denen steht bei Gefahr Scheibe einschlagen. Diese dürfen im höchsten Notfall benutzt werden. Die Items selbst müssen jedoch nach dem Notfall zurückgegeben werden. So, ich schaue jetzt nochmal kurz, auf welcher Schwierigkeit ich das spielen wollte. Oder sollte. So, okay. Variabel. Okay. Alles klar. Ich schalte erstmal auf Peaceful. Also, da stand Variabel wird erwähnt. Bisher habe ich, soweit ich weiß, noch nicht gesehen, dass irgendwas in der Richtung erwähnt wurde. Deswegen gucke ich mich einfach mal um. So. Ah, da steht's auch. Stelle auf Peaceful. Der Schacht bei Hammelgammel LP und Animator 111111 und so weiter. So. Okay, es sind NPCs. Ich dachte gerade schon. In Erinnerung an Manasia the Dark Descent. Okay. So, hier hätten wir Truhen. Okay. Scheint nirgendwo was drin zu sein. Ich werde trotzdem alle durchwühlen. Jeder Neuling darf sich ein Brot nehmen. Okay, ein Brot. So. Hey, ich habe Gold gefunden. Ich wusste doch, dass es sich lohnt, mal in alle Kisten reinzugucken. Das hat meistens den Effekt, dass man auch was findet. Es gibt ja ein paar Let's Player, die einfach mal gar nicht reingucken, weil sie sich denken, oh, ich habe ja genug oder was weiß ich, was sie denken. Trankladen. Ich fände jetzt eine Rüstung wichtiger. Hauptmann? Was war da? Hierdurch, wenn du dir Ausrüstung gekauft hast. Okay, gekauft hast, habe ich noch nicht. Markt da lang. So, man darf Items nur in den vorgegebenen Sets kaufen. Metzger da lang. Okay. S, Silber. Gleich Eisen. Okay. G gleich Gold. Eisenschwert, 10 Gold. Ganz schön happig.
10 Pfeile, 5 Gold, 5 Fackeln, 5 Gold. Ups. Ich denke mal, das darf ich mir nicht nehmen, oder? Darf ich mir das nehmen? Ich denke mal nicht. Rüstungsteile, je 10 Gold. Also je Teil. Uiuiui. Okay, 20 geile. 20 Pfeile, sorry. Für 8 Gold. Rüstungsteile, was haben wir denn da? Je 5 Gold. 10 Fackeln für 5 Gold. Eieiei. Okay. Ach. Ja, ich hab ganz vergessen. Das Gold soll wahrscheinlich hier rein. Folgen wir doch einfach mal den Gesetzen hier. Ups. Na, Wechselgeld. So. Nehmen wir uns einfach mal dann die Fackeln mit. Ja, war richtig. Rüstungsteil je 10 Gold. Ja, kann ich mir eigentlich nur eins leisten. So nicht. So. Huch, der hat gar kein Gold. Na, dann gebe ich mir halt eins zurück. So. So. Dann kaufe ich mir die Hose. Ja, gut. Bei Notfall Scheibe einschlagen. Da stand irgendwas zu in den Regeln, ne? Ich guck noch mal flott. Regeln der Insel, Regeln der Insel, Regeln der Insel. Da. Okay, es besteht momentan kein Notfall. Was haben wir hier? Gucken wir uns erstmal noch weiter um. Offenbarung, ein Gold. Wie Offenbarung? Ach, Ofenbenutzung. Oh. Hey, ich glaube, so langsam. Ja. Naja, ein bisschen was an Essen habe ich hier. So, dann stürzen wir uns besser mal auf ins Abenteuer, bevor wir schon vorher verhungert sind. Oder was haben wir hier? Ne, der Trankladen. Wir können uns wahrscheinlich eh keinen Trank leisten. Ich guck mal. So ein Heiltrank wäre ja schon was Schönes. Hier das Gold einwerfen. 3 Gold hier Trank, ja. Gut, können wir uns wirklich nichts leisten. Dann würde ich sagen, geht's mal los. Hierdurch. Wenn du bereit wirst, dann sinnlos, sinnlos. Lies, der Tod kommt. Okay. Alles klar. Dann lesen wir mal, der Tod kommt. Wenn ich es dann finde. Moment. Der Tod kommt da. Du bist der Neue von der MC Army. Gut, ich gebe dir die Erlaubnis, in den Schacht zu gehen. Der Aufzug ist leider ausgefallen. Also nimm die Treppe hier. Auf die Treppe zeig. Du weißt nicht, was los ist? Gut, ich will es dir erklären. Vor etwa einem Jahr haben wir hier auf der Insel das Metall namens Block-Titan gefunden, welches härter und besser ist als selbst. Ist als selbst Diamant, okay. Vor etwa 2 Wochen sind wir bei Grabungen durch eine Steinwand gebrochen und von dort kamen immer mehr Monster heraus, um uns zu töten. Ein Trupp ist weit in die Reihen der Monster eingedrungen und hat uns berichtet, dass dort unermessliche Reichtümer schlummern und dass dieser Monsterhort offensichtlich ein alter Tempel ist. Dringe dort ein, bringe mir die Schätze und mache den Ursprung der Monster aus. Und dann vernichte ihn. Aufgabe: Finde Schätze im alten Tempel. Zerstöre den Ursprung der Monster. Tipps: Decke dich besser gut mit Ausrüstung ein. Ja, wir haben uns so gut mit Ausrüstung eingedeckt, wie es ging. Besser ging es jetzt gerade nicht mit dem fehlenden Geld. So, upsie. Alles klar. So. Los geht's. Auf ins Abenteuer und wir sollten mal den Sound anmachen. So,
drehen wir es mal direkt hoch. So ist es doch schon viel angenehmer. Gehen wir mal hier lang und das wäre egal gewesen. Okay. So. Achtung, Monstergefahr. Haben wir 2 Gold gefunden und ein Holzschwert. Was auch scheinbar dringend nötig sein wird, weil das Eisenschwert ist so gut wie abgenutzt. Helligkeit aufdrehen dürfte... Video-Settings, Brightness, Bright, gut. Das sieht eigentlich offensichtlich aus, aber... es sieht offensichtlich aus. Ich hack mich mal kurz durch. Weil es wurde ja gesagt, wenn es offensichtlich aussieht, dann darf man. Und ja, das war scheinbar sogar richtig. Den Block setze ich wieder dahin. So. Alles klar. Tiefer runter. Und es geht weiter. In die Dunkelheit. So. Wir sehen, dass wir kaum was sehen. Ich hoffe, das wird nachher bei der Aufnahme nicht zu dunkel. Respekt. Also, das war schön gemacht mit dem kleinen Liedchen. Ach, warte. Nee, an denen kann man nicht hochklettern. Okay, das heißt, wir müssen theoretisch da hochspringen. Das sieht eigentlich auch offensichtlich aus hier. Ich guck mal. Aha. Was steht denn da? Das wollen wir natürlich da auch lesen. So. Oh, ich glaube, hier sollten wir noch... Oh. Tut mir leid, ich werde das Rätsel trotzdem beenden. Das sah so aus, als sollte ich das abbauen. Es tut mir leid, es tut mir wirklich, 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 wirklich leid. Okay, also offensichtlich ist wirklich ganz, ganz offensichtlich gemeint. Also sprich, aua. Wenn da wirklich so riesig groß was offen steht. Das tut mir leid, ich... Hab das jetzt irgendwie scheinbar falsch verstanden. Also, beziehungsweise ich habe das als offensichtlich gewertet, war es aber nicht. Ich hoffe, man verzeiht mir diesen kleinen Lapsus. Und er schlägt mich jetzt nicht. Ups. Nein. Höp. Hallo. Hallo. Okay. Er will irgendwie nicht hoch. Dann springen wir doch da drauf. Huch. So. Von da nach da. Kleiner Lag. Nö. Na, es läuft gerade nicht ganz so flüssig. Ich werd... Na. Na komm schon. So, jetzt geht's wieder. Wow. Ah, okay, jetzt dahin. So. Oh. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Sprünge gar nicht mag? Wow. Okay. Ich habe es dennoch geschafft. Frag mich allerdings jetzt gerade, wo ich hin muss. Sind das da Kletterranken? Ich weiß es gerade nicht. Ich... wüsste aber nicht, wo ich sonst hin soll. Bin ich überhaupt richtig? Also von da kann ich theoretisch nur nach hier. Den Sprung, das schaffe ich nicht. Der sieht auch zu weit aus.